Hey Leute, ich bin Anne und wir reden heute über 5 Vorurteile über Japan und klären, ob diese stimmen oder nicht. Es gibt endlich eine neue Folge von 5 Vorurteile über Japan. Ich habe dieses Format vor ungefähr einem Jahr das erste Mal gedreht und war so voll motiviert, dass daraus ein richtig regelmäßiges Format wird. Ich hoffe, es wird demnächst regelmäßiger als einmal im Jahr. Aber ich hatte endlich mal wieder Lust auf dieses Format. Und nachdem ich letztens die Abstimmung gemacht habe, habe ich gesehen, dass ihr genauso viel Bock drauf habt. Und deswegen fangen wir direkt an. Vorteil Nummer 1. Die Züge in Japan sind immer pünktlich. Ist schon wieder 5 Sekunden zu spät. Tadashi! Wenn man mit jemandem gerade über Tokio redet, dann kommt man nicht um das Vorurteil drumherum, dass die Leute sagen werden, in Japan sind die Züge doch immer super pünktlich, oder? Und bei diesem Vorteil kann ich auch einfach nur sagen, ja, stimmt, mit einer kleinen Einschränkung. Generell gesehen sind die Züge in Japan einfach immer super pünktlich. Und selbst wenn ein Zug zu spät ist, dann steht halt relativ schnell dran, dieser Zug ist eine Minute zu spät, dieser Zug ist 2 Minuten zu spät. Die Züge, die wirklich immer pünktlich sind oder wo die Japaner sehr bemüht sind, dass diese Züge immer pünktlich sind, das sind die Shinkansen, also diese superschnellen Züge, die über 300 km/h fahren. Bei allen anderen Zügen muss man sagen, dass sie schon super pünktlich sind, aber es eben auch mal passieren kann, dass ein Zug ein bisschen zu spät ist. Es ist aber erstens nicht so häufig wie hier in Deutschland und zweitens wird damit ganz anders umgegangen. Man wird über Lautsprecheransagen informiert, es wird sich entschuldigt und es ist eigentlich keine Normalität, so wie das mittlerweile in Deutschland manchmal ist. Wobei man aber auch sagen muss, dass zum Beispiel in der Rush Hour es auch passieren kann, dass ein Zug zu spät ist. Einfach, wenn es halt länger dauert, die ganzen Menschen dort reinzustopfen oder so. Da, glaube ich, ist das Ganze nochmal ein bisschen lockereres Konstrukt und da sollte man das nicht ganz so eng sehen. Insgesamt kann man aber sagen, Züge in Japan sind super pünktlich. Pünktlicher als in vielen anderen Ländern und deswegen sage ich, dieses Vorurteil ist wahr. Vorteil Nummer 2. Japanisches Essen ist super gesund. Ich bin jetzt schon einen Monat in Japan. Mal sehen, wie viel ich abgenommen habe. 20 Kilo! Dokana! Ach ja, dieses Thema. Ich finde das super schwierig. Also, ich kann dieses Vorteil nicht verneinen und nicht bejahen, denn japanisches Essen zu generalisieren ist sehr schwierig. Wir hatten das Thema japanisches Essen schon mal in der letzten Folge. Da ging es darum, ob Japaner nur Reis und Fisch essen. Und ja, wir sind wieder bei einem ähnlichen Punkt angelangt. Wenn ihr in Japan zum Beispiel in einen Kombini geht oder schnell was essen wollt, dann habt ihr sehr oft Reis mit Fisch oder Reis mit Fleisch. Das ist echt sehr oft der Fall. Dann ist es so, wenn ihr die ganzen Nudelsuppen probiert, also Udon oder Ramen zum Beispiel, dann habt ihr sehr oft Nudeln mit Fisch oder Nudeln mit Fleisch. Es ist sehr gering, was sich bei diesen Gerichten an Gemüse oder ich sag mal Grünzeug im Essen befindet. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, erstens, gesundes Essen definiert jeder anders. Und zweitens, für mich gehört Gemüse aber irgendwie schon dazu. Und in dem, ich sag mal, moderneren japanischen Essen, also das, was man sehr schnell mit Japan assoziiert, ist manchmal gar nicht so viel Gemüse mit drin. Wenn man jetzt aber in die traditionellere Richtung geht, also wieder traditionelles japanisches Essen, dann zum Beispiel ist da schon sehr viel Gemüse. Wenn man sich zum Beispiel aber auch buddhistisches oder eben Essen in einem Tempel anguckt, dann ist das sehr oft vegetarisch und ich würde behaupten sogar vegan. Da lehne ich jetzt mich aber nicht zu weit aus dem Fenster, aber da ist Fleisch halt eher eine Seltenheit und da gibt es dann eher Tofu, eingelegtes Gemüse etc. Dort zum Beispiel ist sehr, sehr viel Gemüse wieder vorhanden. Das würde ich dann schon eher wieder für gesünder halten. Wie gesagt, ist das aber auch eine subjektive Sache und ja, eine Definitionssache. Insgesamt
Würde ich aber nicht sagen, dass japanisches Essen komplett gesund ist und man durch japanisches Essen super viel abnimmt. Es kommt echt immer drauf an, was ihr esst. Wenn ihr zum Beispiel euch in japanischen Süßigkeiten verliert, dann egal was ihr da esst, das ist nicht unbedingt gesund. Egal ob die traditionelleren, so wie Mochi, oder eben die ganzen verrückten neuen Süßigkeiten, die es eben gibt, die eher so westlich sind, wie die ganzen KitKat-Sorten oder so. Beides sehr viel Zucker, nicht unbedingt gesund, und ich habe während meinem Auslandsjahr zugenommen. Das sage ich ganz offen und da schäme ich mich auch nicht für, denn ich habe sehr viele Mochi gegessen und das ist auch gut so. Deswegen möchte ich aber an der Stelle sagen, dass man, wenn man nach Japan geht, nicht erwarten sollte, dass man jetzt super gesund lebt und dass man jetzt super viel abnimmt. Das wird nicht jedem so passieren. Es kommt immer darauf an, wie ihr vorher gelebt habt, wie ihr währenddessen lebt. Ich zum Beispiel esse meines Erachtens schon recht lange relativ gesund und dadurch hat es für mich auch gar nicht so einen Unterschied gemacht, nach Japan zu gehen. Und durch die ganzen Mochi habe ich dann halt zugenommen. Deswegen sage ich an der Stelle, es ist nicht unbedingt wahr, es ist aber auch nicht unbedingt falsch. Wie gesagt, es kommt ganz drauf an. Vorteil Nummer 3. In japanischen Restaurants gibt es immer Raucherzonen. Hallo, ich hätte gerne einen Tisch für 3 Personen. Ja klar, hätten Sie gerne einen Tisch in der Raucherzone oder in der Raucherzone? Tadashi! 100% ist das wahr. Es gibt Lokale, gerade Bars und Kneipen, da ist einfach der ganze Bereich ein Raucherbereich. Das kann man sich in Deutschland gar nicht mehr so extrem vorstellen. Also ja, das gibt es hier vereinzelt auch noch, aber wir haben eigentlich Gesetze dafür, dass es das nicht mehr geben darf. In Japan gibt es aber solche Gesetze nicht. Das heißt, es gibt wirklich viele oder fast alle Bars und Kneipen, wo man eben komplett überall rauchen darf. Dann ist es so, dass es in vielen Restaurants und vor allen Dingen auch Family-Restaurants, was ich ein bisschen komisch finde, aber ja, auch dort gibt es immer einen Raucherbereich und einen Nichtraucherbereich. Das heißt, wenn ihr in ein Restaurant geht, werdet ihr meistens gefragt, für wie viele Leute ihr einen Platz haben wollt. Und die nächste Frage ist in 90% der Fälle immer, wollt ihr einen Tisch im Raucherbereich oder im Nichtraucherbereich? Und das finde ich ziemlich krass, aber daher ist dieses Vorteil 100% wahr. Vorteil Nummer 4. Japan ist ein Hightech-Wunderland. Hast du dir auch schon den neuen 8K OLED-Fernseher gekauft mit deinem persönlichen Assistenzroboter? Bei uns gibt's noch nicht mal HD gratis. Oh. Tadashiku nai. Ja, das ist ein witziges Vorteil. Also, bevor ich nach Japan gegangen bin, habe ich auch gedacht, boah krass, aus Japan kommen 8K-Fernseher und sonst was für Technologien, die experimentieren mit Robotern rum, selbstfahrende Taxis und hat man nicht gesehen. Ja, das wird alles in Japan entwickelt. Aber wie soll ich das erklären? Der Standard-Japaner benutzt das nicht. Ganz einfach. In den Kleinstädten seht ihr davon auch nicht wirklich viel. Klar, steht mal hier und da eine Pepper rum, mit der man sich unterhalten kann. Aber das war's dann auch schon. Als ich nach Japan gekommen bin, hatte ich sehr schnell das Gefühl, dass man in Japan eine große Lücke hat zwischen Großstadt, wo für die Allgemeinheit, also zum Beispiel bei Werbeanzeigen, krasse Bildschirme benutzt werden, was super modern ist. Und eher so normales, ländliches Japan, das Zuhause des Standard-Japaners, das irgendwie in den 90ern oder so stecken geblieben ist. Ich weiß es nicht so genau. Also der Standard-Japaner oder der normale Japaner hat zu Hause keinen 8K-Fernseher. Der hat zu Hause keinen Roboter, der irgendwas für ihn macht. Ich würde behaupten, in den Haushalten sind wir hier in Europa oder explizit jetzt in Deutschland viel moderner und Hightech-mäßiger eingerichtet als die meisten Japaner. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was in Japan guckt man sich an und womit vergleicht man es. Insgesamt würde ich aber sagen, ist Japan kein Hightech-Wunderland. Das heißt, geht nicht nach Japan und erwartet, dass alles automatisch ist und dass alles irgendwelche verrückten Roboter und Technologien sind. Ja, viele Dinge werden mit euch sprechen, auch Dinge, von denen ihr es nicht erwartet, aber das hat nichts mit Hightech zu tun, sondern damit, dass irgendjemand da einen Lautsprecher an irgendein Ding dran gebaut hat, das die ganze Zeit labert und irgendwann denkst du dir auch so, boah, ey, ist ja jetzt auch mal gut, ne? Deswegen aber insgesamt sage ich, dieses Vorteil ist nicht wahr. Vorteil Nummer 5. Teurer Japan.
Dieser Apfel kostet 3 Euro. Tadashikunai. Ich höre oft so Dinge wie, boah, so ein Japan-Urlaub, das ist ja schon richtig teuer. Leben in Japan, total krass teuer. Tokio, die teuerste Stadt der Welt. Eine der teuersten Städte der Welt, ich weiß gar nicht so genau. Ach ja, also ich persönlich würde sagen, das stimmt nicht. Es kommt sehr viel darauf an, wie ihr euren Urlaub, euer Leben in Japan gestaltet. Es kommt aber auch sehr viel darauf an, wie ihr euer Leben und euren Urlaub generell gestaltet. Man kann in Japan sehr teuer unterwegs sein. Gerade wenn man nicht aufs Geld achtet, dann ist das Geld schnell weg, ja. Man kann in Japan aber auch recht günstig unterwegs sein, wenn man eben nicht versucht, westliches Essen zu essen oder zu kochen, sondern wenn man eben versucht, sich an lokalen japanischen Dingen zu, ja, halten? Ist das das Wort? Man kann zum Beispiel auch in teure Restaurants gehen und sehr viel High-Class essen. Man kann aber auch in Family-Restaurants gehen und trotzdem super gutes, günstiges Essen bekommen. Gerade wenn man in Japan lebt, kann man eben gucken, ob man seinen Lebensstil sehr westlich behält oder eben an die japanischen Verhältnisse anpasst. Wenn man den Urlaub dort macht, kann man eben aufs Geld achten oder man gibt einfach Geld aus, weil man die ganzen Experiences mitnehmen möchte. Das ist ganz einem selbst überlassen und da würde ich behaupten, das ist wie in jedem Land. Man kann einen teuren Urlaub dort machen, man kann aber auch einen günstigen Urlaub dort machen, wenn man es drauf anlegt. Wenn es euch interessiert, was so meine Tipps sind, um günstig in Japan zu reisen, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Dann werde ich mal da mir ein paar Gedanken machen und gucken, was ich euch so mitgeben kann, damit euer Urlaub oder euer Leben in Japan möglichst günstig wird. Ich denke, ich habe da für mich so ein paar Sachen gefunden. Dann gebe ich euch mal meine persönlichen Tipps mit. Insgesamt sage ich aber, Japan muss nicht teuer sein. Tokio muss nicht teuer sein. Es kann beides durchaus günstig sein, wenn man es drauf anlegt. Und daher ist dieses Vorurteil nicht wahr. Das wird viele überraschen, weil nämlich das ein ziemlich gefestigtes Vorurteil ist. Und das habe ich jetzt gebrochen. Haha. Und damit sind wir schon wieder durch für diese Folge. Ich hoffe, die Sketches fandet ihr ein bisschen witzig. Lasst mich doch wissen, ob ihr die Dinge ähnlich seht oder ob ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Das finde ich nämlich immer super spannend. Ich kann euch ja nur meine subjektive Wahrnehmung aus meinem Auslandssemester vermitteln. Und ja, bin immer offen, da auch weiter zu lernen, sage ich mal. Deswegen lasst es mich wissen. Ansonsten habt ihr hier noch Auswahlmöglichkeiten für andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Ich denke mal, ich werde hier auf jeden Fall die erste Folge hinpacken und noch irgendwas anderes. Und dann sage ich an dieser Stelle jetzt aber auch schon tschüss und wir sehen uns im nächsten Video wieder.